So, während sich meine Gruppe hier gerade ein bisschen vorbereitet und mir eben schon als erste Mal in die Ansage gequatscht hat, versuchen wir das Ganze nochmal. Wir sind wieder zu dritt, wir sind wieder bei Grounded und wir legen los in 3, 2, 1 und ab. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Grounded mit Schabernack, dem No-Budget-Nerd und mir. Und ja, wir versuchen heute mal ein bisschen weiterzukommen. Erstmal werden wir uns ein bisschen Ameisenkram holen und dann werden wir die Schaufelschlucht erkunden. Ja, ich würde sagen, Jungs, wir eiern hier gar nicht lange rum. Wir verkloppen Ameisen oder was? Ich bin gespannt. Oh yes. Und ich erstmal. Das geht garantiert wieder grandios schief, weil das können wir super gut. Ja. Ne, eigentlich ja, sind schon noch nicht mehr so jung, ne? Ja, ist halt die alte Riege. Okay. Da kommt schon die erste Kriegerameise. Wir sollten ein bisschen hier hinten bleiben. Da sind mehrere Kriegerameisen. Jetzt wäre Pfeil und Bogen nicht schlecht, ne? Ja, durchaus. Boah. Alter, die kommen ja hinterher gejumpt, das sehe ich ja jetzt. Boah, was? Alter. Gestunt und tot. Das ging mal boll schnell. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Ist krass, oder? Ich hole mir auch, glaube ich, gleich erstmal wieder. Oh nein! Ich konnte noch drei legen. Ist noch jemand am Leben, ne? Nee, ich konnte den Respawn-Point nicht umgelegt. Scheiße. Es sind. Derbe viele. Einfach stumpf. Drei Kriegerameisen auf mich losgegangen. Keine Chance. Ja. Ich konnte aber noch drei legen, tatsächlich. Ich erkunde dabei die Welt. Während ich wieder mal zurücklaufe. Das ist aber hoch hier. Hast du deinen Spawnpunkt etwa dich in der alten Basis gesetzt? Nein, Herr Gowski, habe ich nicht. Schlecht, Herr Müller. Schlecht. Vielleicht war ich dumm. Vielleicht zeichnet mich das öfter mal aus. Dieses. Ich bin gleich wieder tot. Ich muss mal los erholen und jo. Gehässige Lachen, das ich gerade noch aus dem Off gekriegt habe, ne? Das ist auch eine blöde. Ode! Ich hol mal Pfeil und Bogen. Michi, du kannst Ode brüllen, wie du willst. Du weißt genau, dass ich Kopfhörer aufhabe. Warum ich weiß, dass sie das nicht gehört, aber ich sag trotzdem gerne Ode. Ach so, du sagst einfach gerne Ode. Ja. Irgendwann schreibe ich eine Ode an die Ode. Der Funken. Tochter. Odin, genau. Odin sollte man rufen. Niemals. Warum nicht? Weil der Name einfach schrecklich ist. Odin? Ich habe tatsächlich die Freundin eines meiner Klienten. Hat ihr Kind Odin genannt. Schon verloren. Auch nicht schlecht. Ja. Schon verloren, das Kind. Ach, so eng würde ich es nicht sehen. Also. Doch. Meine Tochter hat jetzt auch durchaus einen sehr nordischen Namen. Der geht aber voll klar. Ja, ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Mädchenname, wie ich finde. Absolut. Aber Odin, echt. Ja, Odin ist seltsam. So, Spawnpunkt geändert. Und dann... Nee, Odin ist kein cooler Mädchenname. Bin ich ganz bei dir. Ich kann mal gucken, haben wir Leben schon erforscht? Nee, Baumwanzen. Was erforscht? Baumwanzenbrocken müssen wir noch erforschen, sehe ich gerade. Plock. Was kriegen wir da durch? Insektenhammer. Klingt erstmal nicht so scheiße. Nö. Ist das der Hammer Tier 2 manchmal? Werkzeuge, Kieselhammer. Aber hier ist jetzt. Ich sehe keinen Insektenhammer. Nee, irgendwie nicht so. Er ist. Vielleicht fehlt er noch ein. Ja, warum Bärenleder, Baumwanzenbrocken und Kochdrüse. Hat aber ordentlich Damage, das Ding. Das Hammer Level 2. Ist viel besser als ein Kieselhammer. Okay, wo seid ihr denn, ihr Lieben? Ich bin bei den Ameisen. Ich stehe gerade in der Basis. Ach, du bist schon bei den Ameisen. Okay, dann legen wir Ameisen. Ich bin tot, so gut wie. Oh, aber die kommt ja noch hinterher. Ah, ist das ein Krieger? Ah, wollt ihr auch sterben, ja? Nee, aber jetzt ist die gerade ein bisschen isoliert von den anderen Viechern. Was bist du denn nach da? Und die will immer wieder abhauen, das ist ganz schön ätzend.
Ah, jetzt haust du mir nicht ab. Ich versuche mal eben mir mal fix was Peilungsmäßiges hinzustellen. Pflanzenfaser. Ich weiß nicht, wie die Pflanze fassen. Okay, ich muss, glaube ich, einfach mal mehr blocken. Sehr schön. Blocken macht immer Sinn. Eins tot. Oh, ja. Puh, habe ich gerade so noch geblockt gerade. Na komm. Wieder Karte. Ha. Blocken ist der Shit. Oh, aber man blockt nicht allzu oft. Nee. Okay. Boah, leck. Boah, was? Jetzt rennt hier eine so eine Ameise mit so einem blöden Dings rum. Oh, noch eine Kriegerameise. Am Block. Okay. Die hängt ein bisschen fest. Sehr schön. Jetzt haben wir. Drei Stück haben wir jetzt, glaube ich, ne? Habt ihr die zwei ausgenommen, die ich vorhin noch gelegt habe? Ja. Oder waren die schon ausgenommen? Ich glaube, alle rote Augen. Gar nicht mal so cool. Hab die ausgenommen, meine ich. So, dann wird. Da warst du schon tot, Alter. Die kannst du nicht ausgenommen haben. Achso, vorhin. Nee, die. Ja. Ich dachte, du meinst mit vorhin, als wir. Also eben gerade. Quasi. So, ich habe jetzt erstmal wieder eine gute Axt. Wer braucht noch eine? Ich habe was? Eben eine gemacht erst. Achso. Was für eine Axt? Also eine Ameisenaxt. Die Ameisenkeule. Keule. Oder hast du die? Kannst du mir auch noch machen? Meine ist auch fast down. Und dann brauche ich noch eine Mandibel. Dann sollten wir noch mal eine legen. Oder hat noch jemand eine? Ich guck gerade, ich habe Kopf, Teile, nein. Dann aber ich schmeiß die mal alle hier rein. Okay, ich hole mal gerade ein bisschen Sap und mach mal noch ein paar Verbände. Hier müsste ja ein bisschen was hängen. War eine Weile nicht hier, da sollte sich ja was gebildet haben. Haben wir kein Quarzit mehr? Das ist alles in der Mainbase, das habe ich mit rübergenommen. Ah. Da war ich KLUK, dachte ich. Ja. War es ja auch. Wer geht auch davon aus, dass wir wieder hier rumeiern. Oh, ich sehe gerade, ich habe derbe Hunger. Dann machen wir erstmal was gegen. Dann geht das vielleicht auch wieder besser mit der Ausdauer. So. Wie viel kann ich da jetzt herstellen? Faserverband. Einen konnte ich machen. Wahnsinn. Ich hab mal einmal Ameisenmandibeln geholt. Ich habe gerade nochmal zwei kaputt gemacht. Echt? Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Zwei die kriegt man von den Hier liegen noch Ameisenteile drin. Ameisenbrocken, ja. Aber ich brauche die Mandibeln. Pete, lass fallen. Ja, ich lasse fallen. Ich muss erstmal in meinen Tassen. Oh, aber bitte nicht wieder werfen. Hast du? Das kommt ja gut, ja. Also meine Keule ist jetzt echt fast nicht mehr so toll. Ich leg dir die hier hinten, neben das Forschungsding. Das wäre total Knorke von dir. Ja, ne? Wie chillig. Sollen wir die ganzen Teile, also sollen wir mal gleich alles mitnehmen, was wir tragen können und in die andere Base bringen? Oder lassen wir das als Notvorrat hier? Meinst du jetzt die Ameisenteile? Ne, die Sachen, generell die Sachen, die hier rumliegen. Ist ja noch ein bisschen was. So, wo hast du es mir jetzt... wo hier, ist es jetzt gedroppt? Hier in der Kiste. Hier, in der Kiste. Ach so, ich dachte, du lässt es einfach so fallen. Nein. Ich danke. Ich danke, bitte. So. Ich danke, bitte. So, aber die Teile hier... nee, brauchen wir auch nicht mitnehmen. Kann alles hier liegen bleiben. Ich habe auch noch drei Säuredrüsen, falls... Die nehmen wir mit. Also den hochwertigen Stuff nehmen wir mit. Tasche. Ja. Das war so ein bisschen aus wie so ein krankes Skrotum. Ja. Ja. Bisschen Rüstung und sowas lassen wir hier, das ist gar nicht verkehrt. Es wäre nicht clever, hier drei Ameisenrüstungen zu platzieren. Wenn hier der Ameisenbau ist, aber egal. Wollen wir erstmal nach Hause?
Ja. In die Arche Base, ja. Von da aus müssen wir dann in die Schaufelschlucht. Und wir müssen noch zwei Larven töten. Vielleicht finden wir unterwegs ja. Ja, das wäre total cool. Dürften eigentlich auf dem Weg sein. Ja. In der letzten Folge haben wir sie ja da gefunden, ne? Ja. Hier so auf halbem Weg hin. Da ist viel zu schnell. Müssen sie auch wieder da sein. Ich dachte immer, die Larven sind die Teile, die im Boden kriegen, aber das sind Maden. Ja, dachte ich auch, aber das sind die Maden. Ja. Die brauchen wir aber auch für die Trinksäcke. Trinkschläuche. Madenschläuche, das klingt so falsch. Warum? Es klingt einfach nicht gesund. Also. Ach, so ein bisschen Made. Die Madenspeck. Aber die gibt's ja, die kriechen ja recht häufig da bei uns da im Berg rum. Von daher sind mir die Maden erstmal noch relativ gleich. Die können wir vielleicht irgendwann mal zusammensammeln, wenn wir offline sind. Aber ich habe hier echt unterwegs nicht eingetroffen jetzt. Ich bin quasi zu Hause und stecke im Klee fest. Ja. Aber dieses dicke Klee. Ich packe hier auch gerade fest. Irgendwas. Oh, wir haben mittlerweile die Spinnennetze schon bis vor die Haustür quasi. Das ist. Echt? Oh, wir haben eine Spinne im Haus. Also vor dem Haus. Also vor dem Haus. Direkt bei unserer Terrasse. Boah, wieso läuft denn das gerade so scheiße? Ist ja unglaublich. Boah, puh. Krass, oder? Was so ein bisschen Bauen anrichtet. Ah, bösen FPS. Ja. Die droppen da ordentlich. Oh, ich bin in die Spinne reingelaufen. Oh, hab ich mich gefährdet. Oh. Und schnell die Tür zu. Zack, Tür zu. Ich nicht. Hab ich mich gerade verjagt. Alter Schwede. Und ich steck hier im Klee fest. Nein. Das ist ganz doof. Wer kämpft da gerade? Zwei Stück, ne? Wer kämpft da mit der Spinne? Oh. Ich nicht. Ich lauf. Chris, auf. Komm rein. Schön. Das ist voll schön. Das war so billig gerade. Ja, war. Ich bin da echt gerade einfach nur. Setz mal einen Spawnpunkt hier, nicht dass ihr das verrafft. Das ist eine gute Idee. Immer. Ich brate mal ein bisschen was. So, dann haben wir hier noch irgendwelche Tierteile, die ich jetzt mal loslassen werden werde. Wir haben auch noch mal. Und wir könnten vielleicht erstmal eine Pilzfarm bauen, oder? Bevor wir weiterziehen. Ja, sehr gerne. Unfassbar gerne sogar. Okay, wir brauchen Unkrautstängel, geflochtene Fasern, Eichelkappen und verdorbenes Fleisch. Eichelkappen ist alles hier in der Base. Ich suche das gerade alles mal so ein bisschen. Die sind ganz schön groß. Geordnet hier reinzulegen. Ich die hier so ein bisschen mittig hinbauen, dass man da so außen rumrennen kann. Ja, ich glaube. Die Spinne dreht draußen gerade übel am Zeiger. Weil ich da drauf geschossen habe. Ich habe ja doch voll im Bogen hier. Die machen sowas von platt. Wer denn? Den join ich doch mal im Kampf oder was? Ja, du möchtest, aber wenn du die da weglockst, ist glaube ich schlecht. Verkloppen wir die halt. Okay, ich komme. Munition tauschen. Da. Wo ist sie denn? Da also. Halt die Fresse, du fettes Scheißvieh. Und die hängt doch da eh fest. Ist doch gar nichts zu befürchten hier. Zack. Tja. Arme Buggy-Spinne. Blödes Viech. Tja. Das war's mit Spinne. Gut, dann können wir noch die Netze abbauen. Die ist sehr tot. Genau, bau du mal die Netze ab. Ich fange mal an hier mit Aufbau. Dass man sich das nicht irgendwie marken kann, was man da braucht, ne? Ist ein bisschen ärgerlich. Wir brauchen auf jeden Fall das. Ich glaube, Kiesel waren es noch. Kiesel? Ne, Unkrautstängel und Eichelkappe. Haben wir alles da? Ja, aber wir brauchen, glaube ich, ein paar mehr Unkrautstängel, als wir haben. Wo sind die denn? Hier sind die 1, 2, 3. Spoiled Meat. Wie viele brauchst du denn? 6, 12, 18. 18? 18. Ist schon mal eine Menge, ne? Also ich kann 7 auf einen Schlag holen. Ja. Wenn ich denn erstmal Löwenzahn finde, hier ist es. Dann fang doch damit mal an. So. Und dann muss ich noch mehr Faserdinger bauen.
Unglaublich. Brauchen wir tatsächlich alle, die wir haben. Dann bin ich ja mal gespannt, ob das vernünftig funktioniert. Oder ob wir da noch irgendwas reintun müssen. Ja, irgendwas, Pilzsporen mit reinmachen oder was? Ja, weiß ich nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass da einfach irgendwas stumpf wächst. Ja, doch. Kann ich schon. So, und wir brauchen noch geflochtene Fasern, da haben wir nicht genug von. Zack. Meine Trinkflasche ist jetzt auf jeden Fall erstmal voll. Ich kann das ja mal hier. Sehr schön. Einfüllen. Ah. Will doch mal an. Jetzt, wo der Saft drin ist, kann ich da kein Wasser reinmachen. Echt? Ja. Ja, wir trinken auch verwässerten Saft. Keiner. Ich? Ich verdünne meinen Saft immer. Komm, ich mach den Saft da raus. So, jetzt kannst du Wasser reinmachen. Du machst da Wasser rein. Weil hier oben ist noch ordentlich was, was du sammeln kannst. Das könntest du mal eben umfüllen. Ich habe da gerade schon meine Flasche mit voll gemacht. So, ich habe hier 6 Stängel erstmal. Ja, bring mal mit. Ich drop die mal hier. Kannst du da hier oben bauen. Ach so. Alles klar, mach ich das. Ich wusste nicht, dass du, ob du schon eine Blaupause angelegt hast. Nö, alles schon da. So. Wow. Oh, schon mal ordentlich Wasser da. Das erste, eine ist auf jeden Fall schon fertig. Jo, ich denke mal, da würde jetzt einfach nach und nach Pilze wachsen. Ja, die mit so was als Grundlage? Ja, mit Sporen. Nein, mit Spoiled Meat. Mit Spoiled Meat wächst das einfach so. So, wollen wir jetzt erstmal hier zur Schaufelschlucht oder was? Die ist ja, sehr gerne. Ungefähr hier. Okay. Ja, die ist direkt vor der Tür. Und da sind auch diese dicken Käfer. Die sind ein bisschen eklig. Tatsächlich hatte ich mit denen schon öfter das Vergnügen, als ich Dingsjagen war. Dingsjagen hier, Stängel holen. Ah, okay. Läufst du vor? Ja. Aber ich nehme gleich mal hier ein bisschen Pflanzen. Also, Michlas, ich baue jetzt hier noch fix die zweite Pilzfarm fertig. Ja, gerne. Dann komme ich hinterher. Genau, ich muss hier nur gerade noch mal ein bisschen Dings holen für die Dings nachher, damit wir das fertig bauen können. Dings holen für die Dings. Ja, also hier Pflanzenfasern für die Felder. So. Pflanzenfasern haben wir doch en masse hier, oder? Ja, die haben. Oh, Spinne! Hab ich gerade alle verbaut. Oh, hinter uns. Ja, ich seh's. Hey. Das. Red Eyes. Oh, ich habe momentan so FPS-Einbrüche, da wird. Ja, sie ist weg. Nee, sie ist nicht weg. Auch nicht. Also bei mir ist hier gerade die Bedrohung weggegangen. Aber die hängt schon wieder fest. Das Scheißvieh. Also es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass das noch so derbe Buggy ist. Ne, also das kommt nimmt halt das echt fett die Herausforderung. So. Ja. Nimm und das, obwohl wir gerade Fett von Ameisen aufs Maul gekriegt haben. Ja, aber richtig. Aber das waren ja trotzdem war, ja. Es waren aber halt. Aber ich weiß, was du meinst. Ich trotzdem weiß, zwei meinst. Spinnen, die festgebackt sind. Das ist halt schon tragisch. Oh, ich habe hier eine Larve. Kai. Und hier ist. Oh. Ja, Moment. Warte, ich habe ja auch noch so ein Würmchen. Milbe. Ha, erwischt. Ja. Yeah. Plock. Wupp. Alter. So, dann was haben wir da. Wir, jetzt wo? Wir schnappen uns den Käfer da unten, oder? Oh, hier ist noch. Was ist das? Ist das ein Bombardierkäfer? Weiß ich nicht, ist auf jeden Fall ein Marker, der nicht gebaut wurde. Oh. Nee, ich glaube, das ist dieser Larvenkäfer. Oh, Marker? Oh doch, Bombardier. Oh, was kann der? Ich weiß nicht, was er kann. Werden wir gleich sehen. Also jetzt gerade erstmal nicht viel, weil der auch schon wieder festhängt. Aber wahrscheinlich explodiert der, wenn wir den getötet haben oder irgendwie so ein Scheiß. Weiß ich nicht, sehen wir gleich. Hast du Milbe aufgesammelt? So, ich nehme mal ein bisschen Abstand. Wer haut denn da mit Fäusten? Michi. Ich habe eine Keule in der Hand, Mann. Cool. Wollen wir die Käfer blocken. Okay. So, wollen wir mal gucken, was hier unten ist? Jo. Diese ach so, das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich eine Markierung. Das ist die Quest, glaube ich. Hier die Markierung bauen.
Ah. Kleeblatt. Hat wieder keiner, ne? Boah, hab ich vorhin gerade ausgepackt. Ja. Ich hol, bleibt immer hier. Ich mach mal die Eichen kaputt. Mach mal, ja. Ey, mich. Das ist sowieso eine gute Idee, weil Hunger. Ja. Eichelkappen, Eichelbrocken und so. Ja, das ist eine gute Idee. Oh, hier sind nochmal dicke Käfer. Stinke Käfer. So, jetzt ist hier natürlich kein Klee in der Nähe, ne? Ich kotze. Da geht's in ein Loch rein. Ja, ich denke mal, das wird so ein bisschen questig sein. Na, ich glaube, da wollen wir doch gleich reingehen, oder? Habt ihr denn auch Fackeln mit? Nee. Ja, war ja klar. Ja. Aber Markus, kannst du eine Fackel von mir haben? Ich teile gerne. Das ist lieb von dir. Weiß ich. Aber ich habe erstmal noch keinen Klee. Jetzt renne ich hier wieder ewig weit und finde keinen Klee. Das ist doch scheiße. Alarm? Das ist auch so eine Superschurkenfähigkeit von mir, ne? Also an Zehntausenden von irgendwas vorbeirennen und sie dann nicht wiederfinden. Da ist noch eine Milbe. Ja, Milben sind da relativ viele tatsächlich. Alter, wo ist denn jetzt hier fucking Klee? Kann nicht angehen. Zack. Ich glaube, ich habe welchen. Joa. Die macht einfach mal alles platt. Was denn? Ihr wollt die Milbe hauen und kloppt gleich noch zwei Ameisen mit weg. Was soll ich machen? Der Schläger ist geil, oder? Ja, ist gut. Vor allem mit seinem AOE-Damage. Was ist denn AOE-Damage? Area of Effect. Was? Also Splash. Ja, ja. Flächenschaden. Genau. Na, ich bin nicht so in der Computer-Nerd-Sprache bewandert. Ach so. Sorry. Ich zock gerne, aber ich weiß mich nicht auszudrücken. Richtig. So. Ich bin ja eher so der Konsolenspieler. Ja, da gibt es den Begriff auch. Ja, aber ich spiele nicht mit anderen Leuten zusammen, weil mich andere Leute einfach nur nerven. Außer ihr beiden. Ach so. So. So, kann los. Kann ich dem Ganzen. Hier geht's ins Loch. Ja, ich brauche aber erst noch hier eine Fackel. Und wo ist Michi? Ah, ich bin auf dem Weg. Der Kai, der ist schon wieder. Der ist ungeduldig. Der will's wissen. Ja, aber der läuft gleich eh raus wie so ein kleines Schweines Mädchen. Er ist heiß. Oh, hier ist War Science. Ich nicht die Dings hier. Eine Forschungsstation. Fackel. Ich droppe. Ja. Da. Vielen Dank. Irgendwas zu analysieren? Mhm. Oh ja. Inventar. Oh, muss jetzt Shit. Ah. Muss ja irgendwie, weiß ich nicht, die Axt. Ja, muss mit der kleinen Axt. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber nicht anders realisierbar. Oh, was ist das denn hier? Flechte? Maden-Leggings? Geil. Madenbrille. Was macht hier so ein Krach? Ach, Ameisen, okay. Das ist eine Ameise. Hab ich noch kann irgendwas anklicken? So, wir gehen weiter. Irgendwer von euch ist schon wieder tot. Max? Was? Ah. Oh ja. Ja, du bist fast. Ja, bin ich. Ah, Fazit. Ja, das nehmen wir doch gerne. Und noch allein Hemmig. Aber wer hat mich denn jetzt gerade gehauen? Das kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht. Da sind Maden. Larven. Ja, genau. Eine. Noch eine. Ah, ich brauch Revive. Hat er halt nicht mehr viel, ne? Ja, ist alles gut. Ich kann das Ganze schön beobachten. Michi kriegt's jetzt. Oh. Wer hilft mir? Ja, ich komm gleich. Ich hab erstmal Müller aufgehoben. Ich sehe gerade nur rote Augen. Ich gucke. Inventar ist voll. Die Fackel ablegt, ey. Das ist ätzend. So, dann haben wir gleich beide Quests geschafft. Das ist ja herrlich. Dankeschön. Gerne. Das ist mein scheiß Inventar schon wieder voll. So, wir nehmen das Quarzit aber brav mit. Weil es voll mit Scheiß ist. Ja, mit Quarzit wahrscheinlich. Oh, hier ist nochmal eine Mauer. Aber Quarzit brauchen wir halt, das ist halt wichtig. Zack. Quarzit ist wichtig. Nehmt ihr das auf? Bitte? So. Ja, aber ich kann die stacken, Michi, wenn du mir die gibst. Nee, ich hab noch nichts aufgenommen jetzt, ne? Achso. Warte, ich geb dir das. Gott, gucken, wo es ist.
Ich habe aber auch nur noch einen einzigen Slot frei und den bin ich. Hier, Madenhaut, ich lasse den Stapel fallen vor mir. Okay, ich hab. Also in Sachen Quarzit lohnt sich das hier ja richtig, oder? Ah doch, hier Madenschleim, das können wir auch noch gebrauchen. Bist du noch bei mir? Ja, ich bin hier bei dem Quarzit gerade. Stapelig. Oh nein, ich sehe gerade, meine Rüstung ist komplett down. Echt? Ich habe nur noch Hose an anscheinend. Hier war doch gerade noch eine Made. Wo ist sie hin? Da ist sie. Mehr Quarzit. Hier ist alles voll mit Quarzit. Ja. Geil. Voll gut. Oh, Jesus. Was denn? Ich bin Jeebus. Lass bitte die Fackel an. Was zur... Oh, ja, ist klar. Ich glaube, ich habe vom Ratten einen auf den Kopf gekriegt. Ja. Ich glaube, das ist vorne direkt am Quarzit. Hier ist noch eine Made. Ja, ich hole sie. Zack, zack, zack. So, jetzt bin ich aber auch voll. Madenschleim kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Ich kann leider auch Quarzit. Ich kann nichts nehmen. Kannst du Quarzit noch stacken? Voll. Ja, Quarzit kann ich gleich aufheben. Ich guck mal, was ich entbehren kann. Zack. Ah, hier die Spricks kann ich doch schon mal raushauen. Ja. Die brauchst du nicht. Ist das? Hier ich hätte noch irgendwo Quarzit, aber noch irgendwas fallen. Ja, vergessen. Hier ist nochmal Madenschleim. Oh, ich habe eine Kochdrüse. Geil. Nicht analysiert. Ja, die kommen auch weg. Ein Larvenstachel. Ein Larvenstachel? Okay. Geil, ja, habe ich gerade aufgesammelt. Hier ist noch so ein... Ich hole ihn aus dem Boden. Egal. Wo ist er hin? War irgendwo hier vorne. War doch eben noch hier. Da ist er. Zack. Block. Das hat mir ein bisschen Platz gemacht. Ja, Madenfleisch ist drauf geschissen, oder? Und dir das gesamte Quarzit mitnehmen? Nee. Können wir eh nicht raustragen. Du hast den ganzen Eichelkram da liegen lassen. Ja, davon haben wir genug in der Base. Ja, Essen haben wir eigentlich. Also Essen ist tatsächlich ein kleineres Problem, als mir lieb ist. Oh, ist auch schon wieder echt spät, ne? Ich guck mal auf die Uhr. Ja, die Folge ist auch schon fast vorbei. Uhu. Jawohl, da haben wir ordentlich fast geschafft. Hast du nochmal die Arsch auf einmal, oder was? Ja, erstmal die Base, würde ich sagen. Welche? Yes. Der grüne Base-Marker ist der neue. Haus. Ja. Die grüne, ja. Ist da. Boah, und dann können wir, also was wir noch schaffen würden, ist einmal fix zu Robo und die Quests abgeben. Ja. Ja. Machen wir. Wir müssen nur einmal kurz schlafen. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Eine Getränk müssten wir eigentlich auch gut da haben. So, jetzt haben wir so viel Quarzit. Ja, du hast ja gut gefüllt. Wir brauchen es eigentlich gar nicht. Ihr rennt auch an diesen ganzen Grünzeug hier vorbei, ne? Hätten wir gleich ins Lager packen können. Also nachts sieht die Base ja echt geil aus, ne? Muss ich ja wirklich mal sagen. Ich finde allgemein, dass es nachts sehr geil aussieht. Ja. Die gesamte Umgebung. Ich finde, das passt wie. Und die Geräuschkulisse ist der Hammer. Die finde ich super geil. Wenn da auch mal so ein Auto vorbeifährt und sowas. Tatsächlich, wo du es gerade sagst, relativ leise. Ja, das ist für deine Zuschauer wahrscheinlich gut. Nö, nicht zwangsweise. Die wollen ja auch das Spiel hören, nicht eure komischen Stimmen. Wobei Kais Stimme jetzt schöner ist. Kai hat sich ja nur Stimmen gehört. Hast du gesehen, dass du eine Hardware-Taste hast, Kai, um dich stumm zu schalten? Eine Hardware-Taste? Mhm. Ich habe hier oben einen Button. Genau. Ganz einfach. Ja. Das ist doch eine Hardware-Taste. Ich glaube, das ist der Like-Button, damit die Leute das Video liken. Oh, was für eine Überleitung. Alter, das war ja... Puh. Junge. Da ist sie gleich warm geworden, ne? Ja. Wo ich gerade ein bisschen feucht im Schlüpper. Ich bin ganz sicher. So, ich muss nur gerade... So, dann lass uns Ja, ich lege hier gerade mal den ganzen Kack noch ab, den ich rumschleppe. Nahrungsmittel sind hier. Damit es loslaufen sich auch gleich lohnt. Mehr Quarzit. Noch mehr Quarzit. Meine Güte, viel zu viel Quarzit. Man kann nie genug Quarzit haben. So, das brennt jetzt alles über Nacht. Für jeden eins. Ja. Und ich habe noch mehr. Ich könnte noch mehr braten. Können wir morgen früh. Ja. Schönes Läusefrühstück. Ja. Ja. Was gab's bei euch heute? Laus. Laus, Junge. Die gute Laus. Warte mal. Wir können mal Laus und
Baden. Wo haben wir denn die Tier Einzelteile da? Haben wir noch, hat noch jemand Grünzeug dabei? Also Pflanzenfasern? Ja. Ich hab nur Seile. Seile nehme ich auch. Gib mir Seile gerne. Flochtenfaser. Ja, lieber sogar. Gönn dir. Oh ja, das ist genau die Menge, die ich brauche. Was brauchst du jetzt? Ach komm, echt jetzt? Mehr habe ich nicht. Moment. Liegt noch was in der rechten Box. Ja. Ich brauche aber noch. Ah, schade. Wir müssen noch, brauchen noch eine Made, ihr Lieben. Ich habe hier was für einen von euch. Liegt jetzt auf dem Boden. Gibt's einen Kowski? Guck mal, Michi. Was denn? Hier auf dem Boden. Oh, was ist das? Eine Trinkflasche. Das ist ja lieb. Ne? Ich kann sie nur nicht aufnehmen. Echt nicht? Wieso? Ich kann sie nicht aufnehmen. Warum auch immer. Bist du manchmal voll? Nein. Weißt du, ich trinke nicht. Achso. Jetzt ist sie auch weg. Ja. Nee. Wo ist sie jetzt hin? Aber hier liegt nichts auf dem Boden. Also ich habe sie nicht aufnehmen können. Dann haben wir die jetzt einmal. Doch, ich habe sie doch. Oh. Ja, Entschuldigung, also ich habe mehrmals gedrückt. Alles gut, ich kann schlafen. Was, du bist echt scharf aufs Schlafen, oder? Ja, dass wir noch fix zum Bord kommen. Ja, gut, dann räume ich jetzt. Weil die Zeit ist gleich hoch. Ja, außerdem freue ich mich auf das Madenfrühstück. Stimmt, das Madenfrühstück ist richtig geil. Gönn uns. Kommt, ihr Lieben, Madenbraten. Das ist doch der Hammer. Was habe ich jetzt für. Nee, hab ich nichts bekommen. So, apropos Hydration. Schnurf. Oh, total gut, ey. Wir sind hier mittlerweile so geil. Echt versorgt. Wow. Ja. Plopp. Ist auch wieder voll. Hier fehlen noch ein paar Unkrautstämme. Das ist auch fertig. Gib mir mal den Madensack auswählen und dann einmal. Mach das mal. Ich laufe schon mal zu Burgle, okay? Tu das. Ja, ich komm mit. Ey, Burgle. Wir hätten da nochmal so einen Marker bauen sollen, wo der Eingang ist bei ihm, zu ihm. Obwohl, ist recht eindeutig, ne? Eigentlich schon. Schwupp. Wusstet ihr, dass die Story gerade mal 20% umfasst? Ja, wundert mich jetzt tatsächlich nicht. Oh, hier geht's nicht zu Burgle. Hä? So viel zum Thema ist recht eindeutig. Da war doch Burgle, oder nicht? War hier nicht der Burgle-Eingang? Hier sind auf jeden Fall Spinnen. Hier ist der Burgle-Eingang. Bei mich. Ah doch, ja, hier. Wo ist denn hier die nächste Forschungsstation? Bei Burgle. Oh, hier ist doch Burgle. Hier sind wir zu Burgle gekommen. Ah, wir müssen hier runter. Okay. Ich habe nämlich noch einiges zu erforschen. Wir haben den Bombardierkäfer gelegt. Stimmt. Dann bringen alles mit. Habe ich. Deswegen, ich will jetzt einfach nur noch fix zu euch. Es wird ja immer pinker, ja. Es wird tatsächlich immer pinker. Ich habe das Gefühl. Warte, ich bleib mal im Eingangsbereich. Mach das mal. Dann kann der Michi noch hinterherkommen. Genau. Da ist Robby. Mit Burgle chatten. Ich tausche gegen etwas pure Wissenschaft. Okay. Wie viel haben wir? 4000 haben wir. Also wir können den Faserverband verbessern. Wir können eine Mutation erforschen, die Ausdauer erhöht. Schilder sind okay. Kreaturen. Das wird wahrscheinlich Sinn machen, weil wir, also ich finde, beim Schlagen ist die Ausdauer so schnell runter. Das ist echt nervig. Okay, warum nicht? Tech Tree, eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung von Schildrahmen. Das brauchen wir nicht. Befestigte Basen könnten wir. Nee, können wir noch nicht ganz uns leisten. Finde ich geil. Stabile Wand, Palisadentor, stabile Wand mit Fenster und Palisade kommt dann. Fackelverbesserung, die nehmen wir, oder? Halten die länger? Ja.
Eine Fackel, die durch die unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Die Erleuchtung naht und hält länger an, lange an. Nehmen, macht ne? Sinn. Ja. Habe ich mal gekauft. Augenklappe. Jetzt hier die Forschungsstation. Die steht hier unten irgendwo rum. So, wie kann ich denn jetzt hier die Quests abgeben? Hat sich, glaube ich, automatisch. Echt? Automatisch abgegeben. Ja. Einmal Läuselatschen herstellen, Krötensumpf bauen und Samtmilbe. Läuselatschen hast du doch schon. Ja, müssen wir halt nochmal. Ne? Ja. Und ansonsten. Ah, ich hab die scheiß Forschungssitzung immer noch nicht gefunden. Aber bei mir. Er hat jetzt hier aber Text, das finde ich hier schon mal gut. Sieht aus, als wären die Insekten im Garten etwas unruhig geworden. Ah, da! Die meine Eltern anrufen. Haha, nein, es gibt kein Telefon, aber gute Idee. Okay, ich hab's verstanden. Einige Fragen über dich. Eine Frage über mich. Wie freundlich. Was ist dein Zweck? Ich bin der letzte existierende Bürger. Lab-Modell 4, gebaut von Dr. Tully. Seit einem Verschwinden führe ich seine Forschung und Experimente fort. Ich bin ein voll funktionsfähiger Forschungsassistent. Ich kann wissenschaftliche Fragen beantworten und Aufgaben verteilen. Was sind deine Aufgaben? Jeden Tag habe ich eine neue Aufgabe für meine neueste Wissenschaftsassistenz für dich. Na denn? Schließe sie ab und ich belohne dich dafür. Ich sage nur nichts der Gewerbeaufsicht. Noch eine Inspektion bezüglich Kinderarbeit brauche ich wirklich nicht. Wer hat dich gebaut? Dr. Tully. Er arbeitet da im Plen für ein vollautomatisches Burger-Restaurant für Robbie's Burgers. Es gab 14 andere Burger-Prototypen, aber ich bin der Einzige, der noch existiert. Die anderen wurden alle verschrottet. Was sind deine Hauptdirektiven? Braten, Wenden, Grillen. Ist echt nur ein Burger-Brater. Wie SpongeBob. Sind Braten und Grillen nicht irgendwie redundant? Das sagen alle. Ja, na klar. Gut. Wir haben ein neues Gestell erforscht. Ein neues Gestell? Ein Dörrgestell. Ein Dörrgestell, das ist ja geil. Haltbare Lebensmittel. Aufwendiges Rohfleisch, trocknet zu Dörrfleisch. Dörrfleisch wird nie schlecht und regeneriert Gesundheit. Boah, das machen wir noch. Ist das gut? Ist das gut? Das machen wir noch. Ab nach Hause, bauen. Ja, weil es wahrscheinlich, weil es vorher gepügelt wurde. Ich glaube, wir haben noch 5 Bombardierkäferbrocken, weil die brauchen wir dafür. Nee, ich habe bloß 2. Schade. Das heißt, wir müssen nochmal auf Jagd gehen. Neue Ideen, ausgestopfte Bombardierkäfer. Ja, nee, das schaffen wir denn heute tatsächlich nicht mehr. Wir sind schon bei 37 Minuten. Oh, das ist ja. Und das heißt, es ist tragisch. Feierabend, ihr Lieben. Wo bist du, Alter? Dann werden wir doch hier in der Station. Ich finde das Bild hier ganz cool. Finde ich auch schön, tatsächlich. Ne? Da müssen wir irgendwann ran. Guti, ja, stellt euch doch mal hier. Geht doch mal in Pose. So, Michi, guck mich auch noch an. Oder stellt sich daneben auch schön. So, ich pack die weg und dann. Und jetzt hier, wie wird das noch? Ach, scheißegal. Ich wollte Fortnite. So ist dieses Scheißspiel. Und so ist auch der Scheißtanz. Aber egal. Gut, Leute. Es ist mal wieder soweit. Die Folge ist durch. Wie ihr seht, wir machen jetzt nur noch eine halbe Stunde. Zumindest so mehr oder weniger. Ich danke euch fürs Zugucken und wieder einmal. Kommentare. Leute, ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Und den Like-Button. Es ist so easy, weißt du? Tipp. Habt ihr was Gutes getan? Ihr helft uns wirklich. Wir kriegen dadurch Reichweite und das fände ich total schön, wenn mehr Leute gucken und mehr Leute mitspielen und mehr Leute mitschreiben. So ein kleiner Lawineneffekt. Wird immer mehr. Wie dem auch sei. Ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Satisfactory? Scheiße, stimmt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Grounded mit, vielleicht schaffen sie jetzt den Einsatz? Schaffen sie nicht. Michi? Also Michi natürlich und den Guten. Ach, ihr seid geil. Gott, Abmoderation haben die beiden noch nicht drauf. Wir üben das bis zum nächsten Mal ein bisschen. Ich danke euch auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.